Limbe, Limbe, ich hab euch heute noch jemand mitgebracht. Nee, keine Flasche Pommes. Eine Flasche Erich. Mit dem Portglas. Eins steht fest, ein Eichbaum. Hat weder Hände noch Füße. Da steht man schon schief, bevor man einen Schluck nimmt. Ja, also. Da steht halt bloß mit Standpappe. Steht bloß mit Standpappe. Habe ich aber auch noch zwei. Die gehen, weil sie stehen können. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, Trinität, nicht. Ja, heute ist übrigens schon. Ein Sechszylinder mit vier Ventilen. Also Tag ist heute wie Ventile, hä? Verstehst? Ja. 19.03 Uhr. Wir kommen heute aber nicht zu der Zahl, sondern erstmal zu der 19. Psalm 138. Dankbare Gewissheit. Von David. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich preise dich mit meinem Lied. Dich und nicht die anderen Götter. Ja, das Einhorn ist gegessen. Jetzt kommt noch da. Ja. Ohne TOB bis jetzt. Das brauche ich noch als Einzelteil. Ja, 19. Wo ist die da ran? Ja, voll in der Mitte unten. Ach nee. Ach, da hätte jetzt eine Tuche. Ist aber nicht. Ja. Ja, wie üblich drei, aber ich brauche jetzt ein TOB. Ja. So. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Psalm 34, Vers 16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Und aus Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag
Und wenn ihr wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.